Servus zu Barbecue aus Franken. Heute gibt es was relativ Einfaches. Ich mache eine Bolognese-Soße. Allerdings gleich in einer großen Menge. Warum? Weil die Bolognese-Soße von der Zubereitung her relativ einfach ist. Allerdings braucht es relativ lange, bis sie dann endgültig fertig ist. Also sprich, die ist lange in dem Fall im Touch-Ofen. Deswegen mache ich da heute ein bisschen mehr. Also bitte nicht wundern, das ist nichts, was wir zu zweit an einem Abend essen. Das wäre ein bisschen vermessen. Obwohl der Bauch ja lässt drauf schließen. Ne, ist nicht so. Also, wie gesagt, wir machen heute Bolognese-Sauce und zum Rezept. Da gibt es sicher ja Tausende. Jede italienische Familie wird wahrscheinlich behaupten, ihr Bolognese-Sauce ist die eigentlich richtige. Ich bin kein Italiener, deswegen mache ich meine italienische Soße, sprich meine Bolognese, so wie ich glaube, dass sie richtig ist und wie sie sich seit Jahren eigentlich bewährt und bei Familie und Freunden und Bekannten immer gut angekommen ist. Bevor ich lange rumrede, schauen wir aufs Brett, was ich für meine italienische Soße brauche, also sprich Bolognese. So, und da steht auf dem Brett, was ich für meine Bolognese-Soße brauche. Ja, ich brauche ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten von Hackfleisch. Das ist Rinderhackfleisch. Dann habe ich an Gemüse, was reinkommt, Zwiebel, dann habe ich Knoblauch, ich habe Karotten und ich habe Sellerie. Später, also so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, kommen noch ein bisschen italienische Kräuter dazu. Ich habe hier getrocknete. Ich habe Tomatenmark, ich habe eine Gemüsebrühe und ich habe Rotwein. Salz und Pfeffer zum Abwürzen oder beziehungsweise zum Abschmecken der ganzen Geschichte. So, und der nächste Schritt ist, das Gemüse ein bisschen vorzubereiten, sprich alles zu schälen und in grobe Stücke schneiden und dann müssen wir es noch fein bekommen. Dazu kommen wir aber gleich. Das Gemüse ist geputzt und ja, grob vorbereitet. Ich habe jetzt eben die Karotten in Scheiben und den Sellerie in Würfel geschnitten. Die Zwiebeln passen soweit, die sind fein geschnitten und den Knoblauch, den habe ich nur geschält und etwas zerkleinert. Ich hätte mir natürlich jetzt auch die Mühe machen können und hätte alles gleich ganz fein schneiden können, aber ich bin an sich ein fauler Hund und wenn es geht, lasse ich mir natürlich gerne helfen. Und zwar von meiner kleinen Küchenmaschine. Damit kann ich wirklich alles richtig schön klein häckseln, so wie ich es brauche. Ich fange jetzt einfach mal an, indem ich den Knoblauch ein bisschen mit reingebe und schau mal Gemüse mit dazu. Und da können wir gleich ein wenig mischen. Und jetzt wird es laut. So schaut das Ganze aus, nachdem es gemixt ist. Also genau die richtige Größe, wie ich es brauche und wie ich es mag. Ich fülle alles um in der Schüssel, mache das ganze Gemüse fertig und dann geht es für euch auch wieder weiter. Ja, und mit dem kleinen Helferlein habt ihr natürlich ratzfatz euer Gemüse, so wie ihr es braucht. Also wie gesagt, man kann es mit Hand schneiden. Wahrscheinlich würde mich jede italienische Mama jetzt verteufeln und sagen, das kann man ja nicht machen. Aber ich kann es und es sieht gut aus und es passt da so. Und jetzt geht es auch schon am Touch-Ofen. Ja, weil der heizt gerade auf. Und bekommt jetzt einmal eine Portion Butterschmalz. Ist das heiß, geben wir unser Hackfleisch mit rein. Und jetzt braten wir einfach ganz leicht da drinnen ein bisschen damit an. Und was wir natürlich auf keinen Fall wollen, wir wollen es nicht tot braten. Also das, wenn es so leicht grau ist, dann reicht mir das. Und ja, wenn es jetzt da noch ein bisschen rosa durchschimmert, ist das auch in Ordnung. Das Fleisch wird jetzt dann so lange kochen. Ja, also das wird auf alle Fälle gut. Und weil das so ist, wie das so ist, kann ich gleich die Zwiebeln dazugeben. Auch das rühren wir jetzt ein bisschen unter und lassen die Zwiebeln ein bisschen schön mitdämpfen. Beziehungsweise ganz leicht mit angehen. So, alles schön angeschwitzt. Jetzt können wir Tomatenmark dazugeben. So, machen wir hier ein bisschen Platz in der Mitte vom Topf. In dem Fall darf jetzt die komplette Tube mit rein. Ist eine große Menge. Kurz auch ein bisschen im Fett ein bisschen mit anschwitzen. Wird es einfach intensiver vom Geschmack her. Allein der Duft von dem Tomatenmark, von den Zwiebeln, die da angebraten sind, der Fleischduft, sensationell. Dann rühren wir das Tomatenmark mit unter das Fleisch und unter die Zwiebeln. Ich sage es nochmal ganz gern. Wenn ihr dieses Rezept nachmacht, das ihr übrigens unten findet mit allen Angaben, was drinnen ist in meiner Bolognese-Soße, in welchen Mengen, wie lange, warum und wieso. Also wie gesagt, wenn ihr das Rezept nachmacht, macht wirklich eine größere Portion. Es rentiert sich wirklich.
das Teil einzugefrieren und dann bei Bedarf aufzutauen. Es würde ja eh besser beim Auftauen, sprich beim nächsten Mal erhitzen. Ich gebe jetzt ein bisschen Pfeffer dazu und richtig abschmecken tun wir es dann später ja eh. Salz verzichte ich jetzt noch, weil wir die Brühe hier haben und da ist ja Salz drin. Das muss man dann einfach abschmecken, wenn die Soße soweit ist. Ich glaube, man hört es auch, jetzt ist die Flüssigkeit so gut wie raus. Wir haben nur noch ein bisschen Fett unten drin und es fängt jetzt so richtig an, es anknuspern. Wenn das Tomatenmark ein bisschen Farbe bekommt, ist es überhaupt nicht verkehrt. Ganz im Gegenteil. Und wenn da ein bisschen was am Boden anliegt, ist es auch nicht so schlimm. Wir füllen ja jetzt eh gleich mit Rotwein auf und lösen dann auch den Bodensatz wieder. Und es ist Geschmack, was da drin ist. Soll natürlich nicht verbrennt sein. Jetzt aber das Gemüse dazu. Ja, und das rühren wir jetzt auch richtig schön um das Fleisch mit runter. Ich verwende hier übrigens den Petromax FT12 und der ist jetzt genau richtig für die Menge. So, das Verhältnis Fleisch, das passt richtig gut, das sieht man auch. Eine original italienische Soße hat ja eh normalerweise, soweit ich das weiß, gar kein Fleisch bis wenig Fleisch drinnen. Also das Verhältnis hier ist schon richtig gut, Fleisch zu Gemüse. Also wir geben es der Sache so 4-5 Minuten jetzt, dass auch das Gemüse ein bisschen Hitze vom Topfboden abbekommt und so ganz leichte Röstaromen bekommt. Viel wird es da nicht werden, aber ein bisschen was. Wenn ihr der Sache jetzt nochmal diese 5 Minuten Zeit gegeben habt, dann wird es einfach jetzt mit dem Rotwein abgelöscht. Jawohl, da holen wir jetzt die Röstaromen vom Topfboden weg. Ich glaube, da werde ich dann später noch ein bisschen was nachschütten. So, der ganzen Sache geben wir jetzt noch mal ungefähr so 5 bis 10 Minuten, bis der Rotwein ein bisschen verkocht ist. Dann geben wir jetzt die Brühe dazu. Und zwar so viel, dass das Ganze gerade so richtig schön befüllt ist. Aber ich glaube, da werden wir den ganzen Liter schon brauchen. Jawohl, rein damit. Gut ist. Also diese Menge, die ich jetzt da habe, 1 Liter Rotwein und 1 Liter Brühe. Und an Gewürz habe ich jetzt bisher nur diesen Pfeffer rein und die Brühe, das sollte jetzt erstmal gut sein. Und später, wenn dann alles ja geköchelt hat, und das darf es ja wirklich jetzt eine richtig schöne Zeit, ich gebe es auch gleich in den Grill dazu, dann schmecken wir das Ganze ab und gegebenenfalls kommt dann noch ein bisschen Salz dazu oder Pfeffer oder was wir halt noch dazu brauchen. Später werden wir dann, wie gesagt, auch noch die italienischen Kräuter dazugeben. So, und ich lasse das Ganze dann in den Broil King umziehen. Ich habe es ein bisschen ungünstig gemacht. Den Deckel brauchen wir erst einmal. Dann geben wir noch den Deckel drauf. Ich habe die zwei unteren Brenner mittlerweile auf halber Stufe laufen und rechts und links gerade immer mit ausgemacht, weil ich ein bisschen viel Hitze im Grill habe. Wollen wir etwa so 180 bis maximal 200 Grad. Eher lieber wegen niedriger als wie die 180, weil das Ganze darf jetzt 4 Stunden Minimum im Topf sein, also im Touchofen. Zwischendurch immer wieder reingucken, dass wir den Flüssigkeitsstand richtig halten. Wir können Rotwein nachschütten oder Brühe nachschütten. Aber jetzt mache ich erstmal den Deckel zu. Jetzt sind gut 3 Stunden 20 Minuten sind jetzt vergangen. Ich habe in der Zwischenzeit sage und schreibe noch einen halben Liter Rotwein und noch mal 1 Liter Brühe reingeschüttet. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ein Tüftle, ein Traum. Ja, wie ich es am Anfang vom Video ja gesagt habe, kurz bevor alles fertig ist, also letzte halbe, dreiviertel Stunde, gebe ich noch ein bisschen Kräuter dazu, italienische Kräuter, in dem Fall getrocknete. Könnt ihr natürlich auch frisch machen, ganz klar, aber es sind so etwa 1,5 bis 2 Esslöffel voll. Die rühre ich jetzt einfach unter die Soße. Und jetzt werde ich den Grill ausmachen und werde mit der Restwärme die letzte quasi fast dreiviertel Stunde, bis meine 4 Stunden voll sind, die Soße einfach so ziehen lassen. Und dann sollte die Bolognese eigentlich fertig sein. Was ich dann noch machen muss, ist quasi probieren und abschmecken. Aber das machen wir dann in einer guten halben Stunde nochmal. Also Deckel wieder drauf. Und den Grill komplett aus. Restwärme reicht jetzt.
So, nach der guten halben Stunde habe ich die Soße abgeschmeckt und hat eigentlich nicht mehr viel gebraucht. Also Salz war genug drinnen und der Rest war auch richtig gut. Nur das Ganze war gestern. Es hat nämlich kurz danach, nachdem ich die letzte Sequenz gedreht habe, hat es angefangen so richtig abzuhausen. Nee, also mit Regen, mit Wind, mit allem drum und dran. Ich konnte quasi nur noch retten, was zu retten ist, und alles dann, nachdem es fertig war, in die Küche tragen. Da habe ich dann zumindest mal ein wenig Tellerbilder gemacht, das zeige ich euch jetzt. Und ich denke mal, das schaut schon richtig gut aus und spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie gut das die ganze Sache war. Letztendlich, ich habe Freunde da gehabt, die waren ganz begeistert. Und Soße war richtig toll. Das ist unser Hausrezept, wie wir es seit 8 Jahren schon machen. Und normalerweise ohne irgendwelche Rezeptangaben, ohne irgendwelche Gewichte, so nach Gefühl. Aber ihr habt das Rezept und könnt es euch rauslassen und mal versuchen, ob euch die Bolognese-Soße, so wie ich sie mache, schmeckt. Ja, also wie gesagt, diesmal kein Tellerbild direkt vor mir. Und ihr seht mich heute auch nicht schmatzen und wie auch immer. Oder hört mich schmatzen, das fällt heute aus. Tellerbild habt ihr gesehen, lecker war es, wenn ihr wollt. Vielleicht wollt ihr mir trotzdem einen Daumen nach oben geben und vielleicht wollt ihr was dazu schreiben, packt es einfach unten rein. Ich werde es auf alle Fälle lesen und wenn möglich beantworten. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, habt aber unbedingt Bock drauf, da kommt das Logo, da klickt ihr bitte drauf und dann seid ihr dabei bei Barbecue aus Franken. Nächsten Mittwoch, denke ich, wird es wieder ein ganz normales Rezept geben mit ein richtig schönes Tellerbild und ich werde auch wieder versuchen vor euren Augen. Ja, also dann einfach bis nächste Woche. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi.